Ey Leute, ich habe gestern zum Geburtstag die PlayStation 4 bekommen. Cool, und welche Spiele hast du dazu? GTA 5, COD Ghost und Battlefield 4. Kommt doch heute Nachmittag vorbei, dann zocken wir eine Runde. Gute Idee, machen wir. Guten Morgen, das ist euer neuer Mitschüler. Er heißt Niklas und ist vor kurzem mit seiner Familie nach Münster gezogen. Niklas, setz dich doch neben Alina, da ist noch ein Platz frei. Boah, geiler Pulli. Boah, geil. Geh mir bloß nicht auf die Nerven. Wie siehst du überhaupt aus? Hey Niklas, hast du auch eine PlayStation? Nee, aber ich habe einen Gameboy. Ist ja geil, ein Gameboy. Was ist das denn für ein komischer Vogel? Voll der Nerd. Lass mal 10 Euro rüberwachsen, du Opfer. Hab ich nicht. Lass mich vorbei. Willst du uns verarschen? Lasst mich in Ruhe. Los, her mit deinem Portemonnaie. Aber Dalli. Morgen sehen wir uns wieder, du Pfeife. So, wer von euch kann mir nochmal die dritte binomische Formel nennen? Niklas? Niklas, was ist denn los mit dir? Hörst du überhaupt zu? Na dann, Nina. A Quadrat minus 2ab plus b Quadrat. Richtig, sehr gut. Ey, Flachpfeife, hier geblieben. Wir brauchen Kohle. Los, rück mal ein Scheinchen raus, Alter. Ich hab heute nichts dabei. Das ist aber gar nicht nett von dir. Was ist eigentlich los mit dir? Du bist in letzter Zeit irgendwie komisch drauf. Ach, nichts! Irgendwas stimmt da doch nicht. Ey, 50 hatten wir gesagt. 25 gestern und 25 heute. Mann, bist du blöd oder was? Los, beeil dich.
Und morgen denkst du selber dran, ohne dass wir dich bitten müssen. Ist das klar? Wir bestimmen hier die Spielregeln. Merkt ihr das? Ey, ihr, lasst den Niklas in Ruhe, sonst verpfeife ich euch. Halt dich da raus, du Schlampe. Sonst bist du als nächstes dran. Kapiert? Sag mal, spinnst du? Wieso machst du den Scheiß mit? Bist du blöd? Was soll ich denn machen? Mich jeden Tag verprügeln lassen? Am nächsten Tag erzählt Alina ihren Freunden von dem Vorfall. Da müssen wir doch was tun. Was meint ihr? Also ich verbrenne da nicht die Finger. Genau, nachher müssen wir auch noch blechen. Halt dich da raus, Alina. Mit den Typen ist nicht zu spaßen. Hallo Alina, was ist los? Hallo Frau Leyen, ich muss Ihnen dringend was erzählen. Hallo Niklas, wie schön dich zu sehen. Heute ist mal wieder Zahltag. So, ich denke für euch ist heute Zahltag, liebe Leute. Ihr gebt Niklas sofort sein Geld zurück. Geht nicht, haben wir alles schon ausgegeben. Tja, dann müssen wohl eure Eltern dafür aufkommen. Ich schreibe sofort einen Brief für jeden von euch. So eine Scheiße, Mann. Das gibt Ärger zu Hause. Danke, Alina, für deine Hilfe. Das war verdammt mutig von dir. Ja, dem Typen wollte ich nicht freiwillig begegnen. Beim nächsten Mal sind wir dabei. Versprochen. Heute Nachmittag wieder PlayStation zocken bei mir? Ja, sehr geil. Hey Niklas, willst du auch kommen? Ja klar, gerne. Okay Leute, dann bis heute Nachmittag.